besonders schade ist, dass kennt einer von euch den Niemann, den Lasse? Lasse, ja. Ja. So der wollte ja auch mit, ne? Ja, ja, Trottel hat natürlich seine Warthose vergessen, ne? Ah, ja, immer mal Auto bleiben. Ja, 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 voll der Hand. Hat den uns schön, ne? Wartet ihr hier? Ich gehe eine fangen. Nee, wir warten, ja, aber da drin warten wir. Warten. Oh, hier ist Gänseknöte nicht. Muss ich die Fische denn noch abpacken oder was? Oh ja, das sieht gut aus, ja. Lecker. Wie geht's noch hin? Wenn da drinnen seid, zeige ich euch, dass da vorne eine geile Treppe ist, wo man schön reingehen kann. Nein. Wie viel haben wir denn? Eingebung aus dem Film, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Wenn man so guckt und sieht, so boah, könnte eine Dicke sein, weißt du? So eine Eingebung habe ich gerade. Und ich glaube, das machen wir einfach mal so. Ja. Auf meine Grüne, alles auf die Grüne. Oh, der kämpft hier wie Sau, ey, die Sau. Kein Wort. Was ist? Ja, der Film. Das macht richtig Spaß hier, du. Ja! Jetzt hab ich's aber gleich. Nochmal weg. Nochmal in die Strömung. Wie würde ich normalerweise keschern, so ein Ding hier? Die sind ja fit wie Turnschuhe hier in den Waffen. Für Zentimeter? Ja. An die Grüne, die ist super geil. Da hat man eine davon. Die grüne Goldkopf. Da gehen die wie die Blöden. Ich glaube, wir haben an der Stelle jetzt 10 Takes gehabt. Zusätzlich 4 verloren und 1, 2, 3, 4, 5 Fische gefangen. Den schwätzt nicht so viel, holt man den Fisch raus. Die alten Äste sind so schleimig.
weg. Ist es zu glauben? Ist das zu glauben? Gut, gut. Einer aller mit dieser Grün, mit dem grünen Ding hier, glaube ich nicht mehr. Hör doch mal auf, als zu schwätzen. Das war mal was Feines, ne? Mal richtig schön mit der Fliege welche rausgenurrt hier aus dem alten Teich, ne? Kurzweilige Kurzweil war das. Echt Spaß gemacht. Wie viele Forellen hatten wir? 37 Stück, glaube ich. Mindestens, ne? Weiß ich nicht, könnte auch sein, ja. Wobei Frank Kornblum eine gefangen hat von, was war das? Zwischen 30 und 35. Ja, sagen wir mal 45, passt immer. Ein paar Eschen hatten wir? Ich hatte Esche. Ich hatte drei. Drei? Gut, aber ich hatte keine große. Nee, aber geiles auch. Fischen mit der Nymphe. Hat einer mit dem Streamer eigentlich auch gefangen? Nö. Nee. Nee? Sei ja grüne Käfernymphe mit goldenem Kopf. Schweißhausfliegen Käfernymphe. So ungefähr. Ja, so sahen die aus. Gut. Meine hat genau zwei Würfe gehalten, hat sie sich an so einem. Die Bäume sind ja hier unglaublich bissig an der Nähte. Ne? Das ist ja, muss man ja schon mal sagen. Vor allem die Enten hier. Ja. So auch, weil die Insekten in meine Bäume reinfliegen. Ja. Also während ich hier so stehe und aufs Wasser schaue, sehe ich wieder, wie einige Kampfforellen dort nach Nahrung suchen. Und es juckt dann natürlich dann wieder in den Fingern, aber wir haben genug für heute. Genau. Wir werden jetzt nochmal in Part 2 übergehen. Das nächste Mal, wenn wir hier fischen, vielleicht im Frühherbst oder so, dann machen wir mal dicke Eschenjagen. Und dann stehen wir auch um 5 auf. Ja. Ne? Nicht, oder, dass ich wieder warten muss. Oder wir gehen gar nicht erst ins Bett. Nee, da kann ich nicht fischen. Gut, dann machen wir es so, dann stehen wir um 5 auf. Ja, dann. Frisch und tapfer. Tschüss, Nete. Wir sehen uns wieder. Genau.